Wie tief geht der The Binding of Isaac Iceberg? Binding of Isaac ist eines der größten Indie-Spiele überhaupt und hat eine sehr, sehr komplexe Story, wenn man denn bereit ist, so tief zu graben. Aber genau das machen wir heute. Vor über 3 Jahren wurde dieser Iceberg auf Reddit gepostet mit über 120 Einträgen. Und heute gehen wir jeden einzelnen davon durch und ich ergänze noch ein paar von meinen eigenen Punkten und einige Dinge aus der Community. Das heißt, ihr bekommt hier die volle Ladung Isaac. Zugegeben, es gibt Punkte, bei denen ich mir echt unsicher bin oder absolut gar nicht weiß, was sie bedeuten sollen. Und diese könnt ihr dann gerne in den Kommentaren berichtigen. Wie sicher ich mir bei meinen Erklärungen von gewissen Punkten bin, seht ihr an diesen Herzen hier. 5 Herzen heißt, ich bin mir zu 100% sicher und 1 Herz heißt, ich habe absolut keine Ahnung, was es bedeuten soll. Wenn die Herzen zu Soul Hearts werden, heißt es, dass der Punkt von mir ist und nicht auf dem Original-Eisberg vorkam. Je tiefer wir in den Schichten des Eisbergs kommen, desto unbekannter werden die Fakten, Theorien und Easter Eggs. Vielen Dank übrigens an diesen Content Creator hier, der schon mal ein englisches Video zu The Binding of Isaac Iceberg gemacht hat. Link ist unten in der Videobeschreibung natürlich. Denn das hat mir natürlich die Recherche ein wenig vereinfacht. Aber kommen wir doch zurück zur Hauptfrage. Wie tief geht der The Binding of Isaac Iceberg? Edith. Edith ist ein verworfener Charakter, der in der Anti-Birth-Mod eingeführt werden sollte. Der Charakter hätte sich nicht normal fortbewegen können, sondern hätte sich mit einem Crosshair auf dem Boden teleportieren müssen, ähnlich wie das Item Epic Fetus funktioniert. Dieser wurde dann aber wegen dem Zeitmangel und fehlendem Balancing verworfen und kam dann auch logischerweise nicht in Repentance vor. Reverse Chariot Card Easter Egg. In diesem Spiel kann man Karten finden, die einem verschiedene Effekte geben. Dann gibt es aber auch noch Reversed Karten, die mit so einem Fragezeichen im Namen gekennzeichnet sind. Ihre Effekte sollen so ein bisschen das Gegenteil von den normalen Karten symbolisieren. Also wird man mit der Reversed Chariot nicht unbesiegbar und rennt überall rum, sondern verwandelt sich für 10 Sekunden in eine Steinstatue. Hierbei gibt es eine sehr geringe Chance, sich zu Edith zu verwandeln. Andere Funktionen als die Steinstatue hat sie aber nicht. Cow on the Trash Farm. Der Twitter-User DKD-Werbung war scheinbar nicht begeistert von Isaac und beleidigte mit dem besten Englisch, welches ich je gelesen habe, Edmund und das Spiel. Und dort kam auch der Satz Cow on the Trash Farm vor. Edmund hat sich so ein bisschen darüber lustig gemacht und hat auch gesagt, dass er nun diesen Satz auf einem Grabstein haben möchte. Und es gibt sogar dazu eine Karte im Isaac-Kartenspiel, um diesen legendären Kommentar zu ehren. Ed und Florian in-game. Edmund und Florian sind die Original-Creator von The Binding of Isaac und haben sich im Spiel verewigt. Es geht um Ultra Pride. Dieser ist nämlich nicht nur eine Referenz an Frankenstein und Frankensteins Monster, sondern auch an Edmund und Florian. Denn das Pride-Baby soll Florian und Ultra Pride an sich soll Edmund sein. Also eine Doppelreferenz, wenn man so will. Breakfasting. Breakfasting beschreibt den Umstand, dass du eine Menge Items in einem Raum so lange rerollst, bis du alle Items in dem gewissen Itempool einmal gesehen hast und ihn damit aufgebraucht hast. Denn wenn ein kompletter Itempool aufgebraucht ist, dann spawnt statt einem Item aus dem Pool einfach nur Breakfast, als eine Art Platzhalter. Auch wenn man meinen könnte, dass das so geplant ist, resultiert das aus einem Bug. Das hat sogar Edmund selber bestätigt. Es war also nie geplant, dass das so passiert. Distorted TV. Wenn du im Kampf gegen Dogma mal aus irgendwelchen Gründen Magnetic Tears haben solltest, achte mal darauf, was passiert, wenn du diese auf seinen Fernseher schießt. Denn dieser bekommt dann so Störeffekte, nenne ich das mal, wie es ein älterer Fernseher auch getan hätte. Eigentlich ein ziemlich cooles Detail. Game Icon Change. Dies gilt jetzt nur für die PC-Version, aber wenn ihr im Character Select Screen von den normalen Charaktern zu den Tainted Charaktern wechselt, dann ändert sich das Icon von dem Spiel auch vom normalen Isaac zu Tainted Isaac. Ein ziemlich cooles Detail, was aber kaum auffällt, wenn man es im Vollbild spielt. Bertrand Related to Revelations. Bertrand ist ein Custom Character, der von den Machern der Revelations Mod erstellt und zu Chapter 3 ihrer Mod released werden sollte. Er wurde dann aber doch als einzelner Character released und Chapter 3 von Revelations kam bis heute nicht. Der Character kann mit dem Kopf angreifen und sich Damage-Ups holen, indem er viele Gegner tötet. Ist ein sehr cooler Character, aber warum ist dieser Punkt jetzt auf diesem Eisberg? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber so fühle ich mich heute noch öfter.
Challenge 45. Wenn man denkt, dass es nur 44 Challenges gibt, dann hat man Challenge 45 nur noch nicht gesehen. Diese schaltet man frei, indem man Tainted Eden freischaltet. Diese Challenge kann man dann hier im Nichts auswählen. In dieser Challenge ist einfach alles corrupted. Die Items sind komplett random zusammengewürfelte Sprites mit random Effekten und auch die Ebenen sind ein wenig interessant. Für diese Challenge schaltet man übrigens dann Reverse Temperance frei. Closet Rooms. Diese Art von Räumen ist eine der seltensten im Spiel. Das sind so dünne Räume, die man nur in Sackgassen finden kann. Diese können eine Menge Pickups, Truhen oder sonstiges enthalten. Und diese Räume gibt es tatsächlich schon seit Afterbirth. Abortion Birth. Abortion Birth ist ein Modpack, welches damals für Afterbirth Plus rauskam, mit über 15 neuen Ebenen, über 300 neuen Gegnern und vielem mehr. Ich finde, man kann diese Mod auch als Unfair Isaac bezeichnen, weil manche Gegner einfach viel zu unfair schwer sind oder das Spiel einen auch einfach mal softlockt. Also, falls euch alle Checkmarks mit Tainted Lost zu einfach waren, schaut euch das Modpack gerne mal an. Dad's Key. Bei diesem Eintrag bin ich mir sehr unsicher, warum er auf dem Eisberg ist. Klar, ich weiß, was Dad's Key ist. Diesem Item kann man jede Tür im Spiel öffnen. Aber warum er auf dem Eisberg ist? Ob es einfach wegen der Symbolik, dass Isaacs Dad gegangen ist und die Schlüssel zurückgelassen hat, ist? Oder ob es eine tiefere Bedeutung haben soll, kann ich nicht genau sagen. Error Rooms. Error-Räume sind Räume, in die man sich meistens durch Zufall rein teleportiert. Meistens steht hier so ein Dude rum, der I am Error sagt. Was natürlich eine Referenz ist zu Zelda, wo es diesen Typen hier gibt, der I am Error sagt. Aber warum sagt er das überhaupt? Es gibt viele Gerüchte, warum er das sagt, aber die Wahrheit ist ganz unspektakulär. Es war einfach nur ein Übersetzungsfehler. Sein wahrer Name ist Errol. Und das war auch schon Layer 1. Die meisten Fakten waren wahrscheinlich relativ bekannt und es war auch noch nichts sonderlich Spektakuläres dabei. Aber jetzt gehen wir mal runter in die Caves. Layer 2. Henry. Henry ist wohl der seltenste Gegner, den man in dem Spiel finden kann. Und er greift einen nicht mal an, verschwindet nach paar Sekunden und kommt im Beastery nicht mal vor. Ihn kann man nur in einem speziellen Raum in Dross finden und dieser Raum hat eine 0,001% Chance zu spawnen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr ihn noch nie gesehen habt. Ultra Secret Rooms. Wenn ihr Isaac gespielt habt, kennt ihr die normalen Secret Rooms und die Super Secret Rooms. Aber wusstet ihr, dass es auch Ultra Secret Rooms gibt? Diese generieren immer schräg von einem Special Raum und grenzen an keinen Raum an. Wenn ihr mit einem Red Key oder sowas einen Red Room daneben generiert, öffnet sich der Ultra Secret Room, wo ihr ein Item geschenkt bekommt. Dieses Item kommt dann auch aus einem speziellen Ultra Secret Room Pool, wo alle Items rot sind. Blue Womp Layer. Mit der Blue Womp Layer ist wahrscheinlich die Hush-Ebene gemeint, die man freischaltet, wenn man 10-mal Mums Heart besiegt und dann einmal It Lives in unter 30 Minuten. Der Eisberg-Eintrag könnte daher entstanden sein, da das Achievement zum Freischalten der Hush-Ebene Blue Womp heißt. Oder, was ich eher glaube, für die Combat-Musik auf der Hush-Ebene, die zwar existiert, aber man nie zu hören bekommt. Sicher bin ich mir aber nicht so ganz. Blue Key. Der Blue Key ist ein Trinket, welches man freischaltet, wenn man mit Tainted Cane Beast besiegt. Dieses sorgt dafür, dass man Goldräume etc. auch ohne Schlüssel öffnen kann, aber dafür zwischen der Tür und dem Goldraum so einen Blue Womp Raum generiert. Ich denke, das ist eine Anspielung auf SCP-860, da beide einen ähnlichen Effekt haben. Und ich denke nicht, dass das ein Zufall ist. Ways to open Home Door. Wir kennen ja alle den Weg, diese Tür mit dem Polaroid oder dem Negativ zu öffnen. Aber es gibt auch ein paar mehr Möglichkeiten. Man kann es zum Beispiel mit einem Faded Polaroid öffnen oder auch mit dem Broken Padlock Trinket, womit man Schlüsseltüren aufsprengen kann. Und tatsächlich kann man damit dann auch diese Tür aufsprengen. Man kann auch den Cracked Orb nehmen und Schaden bekommen, Soul of Cain einsetzen oder den Sharp Key auf die Tür schmeißen. Sprich, es gibt mehr Möglichkeiten als Polaroid oder Negativ, um diese Tür zu öffnen. Rebirth Lost Unlock. In Repentance ist das Freischalten von Lost simpel. Ihr müsst das Missing Poster finden und euch damit im Sacrifice Room umbringen. Dann schaltet ihr Lost frei. In Rebirth jedoch war das Ganze ein wenig komplizierter. Man musste mit Isaac an diesen Dudes hier sterben, dann musste man mit Maggie in den Caves an ihrer eigenen Bombe sterben, dann musste man mit Judas an Moms Fuß sterben und zum Schluss noch mit Azazel gegen Satan sterben. Und das direkt hintereinander. Sprich, nur ein falscher Schritt oder Tod zu viel
und du musst wieder komplett neu anfangen. Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich darüber bin, dass das nicht mehr so ist. Greg the Egg. Greg the Egg ist ein Familiar, welches man durch eine Mod bekommt. Es ist ein laufendes Ei, welches Tiers blocken kann, aber auch dadurch kaputt geht und ein random Item droppt. Ob dieser Eintrag aber eine tiefere Bedeutung haben soll oder man einfach nur eine coole Mod vorstellen wollte, kann ich euch nicht sagen. Pork Baby. Bleiben wir doch direkt bei den Familiars, aber kommen zu den Co-op Babys. Es gibt ein Co-op Baby, das Pork Baby, welches 1:1 die gleiche Textur ist wie Pork for Good Items. Man kann den Begleiter natürlich auch als Buddy in eine Box bekommen. Monster Manual. Wenn ihr das Monster Manual einsammelt, habt ihr eine geringe Chance, dass statt Monster Manual Monster Manual steht. Das ist ein Easter Egg an das originale Isaac, in dem es durch einen Tippfehler dazu kam, dass dort nicht Monster Manual beim Aufsammeln, sondern immer Monster Manual dastand. Baby Plum and Bambino are sparable. Wenn ihr Isaac gespielt habt, wisst ihr wahrscheinlich, dass man Baby Plum, wenn ihr ihm lange genug keinen Schaden macht, sparen könnt. Irgendwann geht er einfach und hinterlässt euch eine Flöte, womit ihr ihn zur Hilfe rufen könnt. Aber Bambino kann man auch besiegen, ohne ihm Schaden zu machen. Wenn ihr euch nämlich ein paar Mal von ihm treffen lasst, dann sind eure Münzen auf dem Boden. Wenn er davon 12 Stück sammelt, denkt er sich einfach, nö, kein Bock mehr und geht. Und er lässt euch auch noch ein zusätzliches Item aus seinem Itempool da. Aber ehrlich gesagt ist das einzig Nennenswerte davon eigentlich nur die Sinus-Infection. Giant Poop. Ihr kennt auch die Giant Bombs hier, die man manchmal in Ash Pit sieht. Aber es gibt auch Giant Poop, welches man nur in Dross finden kann. Und das auch nur in 4 speziellen Räumen. Also kein Wunder, wenn ihr diese noch nie gesehen habt. Guppy, Tammy und Cricket. Diese 3 kann man nicht nur zerstückelt als Items finden, sondern sind auch 3 von 4 Katzen von Edmund. Guppy hat mit 8 Stück die meisten Items und eine Transformation. Cricket hat 2 Items und Tammy nur 1. Sprich, du kannst Guppy und Cricket aus den Items wieder zusammenbauen, sag ich mal, aber Tammy nicht. Und ja, ich war auch schockiert, als ich erfahren habe, dass Cricket kein Hund ist. Stillbirth Theory. Diese Theorie besagt, dass Isaac scheinbar noch Geschwister hat, die höchstwahrscheinlich bei der Geburt gestorben sind. Belegen wollen sie die Theorie mit Sister Maggie und Brother Bobby, was aber keinen Sinn macht, weil Sister Maggie eine Anspielung an seine Mutter und Brother Bobby an seinen Onkel sein soll. Außerdem hat Edmund gesagt, dass Isaac keine Geschwister hatte. Also gilt diese Theorie offiziell als widerlegt. Blue Baby is a coprophile. Nein. Können wir bitte aufhören, irgendwas Sexuelles und Fetische reinzuziehen? Für die, die es nicht wissen, Coprophile bezeichnet den Fetisch mit Kot. Die Theorie stützt sich darauf, dass Blue Baby so viel mit Kacke zu tun hat und vor allem Tainted Blue Baby. Ich sehe zwar im Entferntesten, woher der Ansatz kommt, aber Blue Baby ist die tote Version von Isaac und Isaac ist 5 Jahre alt. Können wir das bitte mal nicht vergessen? Zum einen soll Blue Baby auch ein wenig ein Troll-Charakter sein und zum anderen können Menschen, wenn sie sterben, ihre eigene Kacke nicht mehr zurückhalten und lassen nochmal alles raus. Was auch erklären würde, warum Blue Baby mit Kacke zu tun hat. Aber ein Fetisch geht, finde ich, wirklich zu weit. The Lamp is Jesus. Es gibt die Theorie, dass der Boss The Lamp Jesus repräsentieren soll. Gestützt werden sollte das, weil Jesus scheinbar in der Bibel öfter The Lamp genannt wird und Isaacs Interpretation von Jesus eher böse ist, weil er ja denkt, dass die Religion bzw. Gott seiner Mutter aufgetragen hat, ihn umzubringen. Also, die Theorie klingt nicht schlecht, ist aber falsch. Edmund bestätigte, dass Lamp Isaac ist. Aber wie und warum? Die Erklärung, die ich habe, wäre eine biblische Geschichte, und zwar die Geschichte Binding of Isaac, in dem der junge Isaac geopfert werden sollte. Jedoch vom Engel Gabriel war es, glaube ich, gerettet wurde und statt Isaac ein Lamm geopfert wurde. 100% sicher bin ich mir dabei aber nicht, da ich nicht so bewandert mit der Bibel bin, aber das wäre meine Theorie zu dem Ganzen. Chaos Card on Gideon. Die Chaos Card ist eine seltene Karte, die alles und jeden one-shottet, außer Delirium und Beast. Wenn du die Karte auf Gideon wirfst, geht dieser kaputt und er schafft einen eigenen Crawl Space, in dem du 2 Items und ein paar Pickups für umsonst bekommst. Das ist auch die einzige Möglichkeit, so einen Crawl Space zu bekommen. Game Bosses are Isaac. Da ja schon alle Charaktere Isaac sind und alle Endgame-Bosse irgendwas mit Isaac oder Isaacs Todesprozess zu tun haben, liegt die Theorie nahe, dass auch alle normalen Bosse Isaac sind. Und tatsächlich wollte Edmund es auch wirklich so machen, dass alle Bosse irgendwie mit Isaac related sind. Diese Idee wurde dann aber verworfen. Aber ein paar Überbleibsel der Idee gibt es bis heute, wie bei The Gate, wo sich dahinter ein kleiner Isaac versteckt, oder It Lives, welcher Isaac als Fötus darstellen soll.
Repentance Secret Seeds. Es gibt in The Binding of Isaac einige Spezialseeds, die man nutzen kann. Zum Beispiel kam in Repentance ein G-Fuel Seed dazu, im Zuge der Kooperation von G-Fuel und Isaac. Du bekommst ein G-Fuel Item, welches dir einen random Waffeneffekt jeden Raum gibt. Oder auch der Super Hot Seed. Wenn Isaac sich nicht bewegt, läuft alles extrem langsam, was eine Anlehnung an das Spiel Super Hot ist. Oder auch der Comeback Seed, welcher alle Gegner und Bosse respawnt, wenn man einmal den Raum verlässt. Aber mehrere Room Clear Rewards kann man nicht bekommen. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Special Seeds. Falls wir uns diese mal im Detail anschauen sollen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Skinless Hush. Data Miner haben diese Sprites hier im Code von Isaac gefunden und es wurde spekuliert, was genau es denn hätte werden sollen. Edmund klärte als Antwort unter einem Kommentar auf, dass dies der Sprite einer geplanten zweiten Phase von Hush sein sollte, welche dann aber verworfen wurde. Schade eigentlich. Unused Mega Fatty Sprite. Zum Ende von diesem Layer ist ein kleiner Fun Fact. Es gibt ein Unused Mega Fatty Sprite, der so aussieht. Es sieht schon ein wenig dämlich aus, aber egal. Der Sprite hat es trotzdem in irgendeiner Art und Weise ins Spiel geschafft. Und zwar als Zeichnung. Wenn man nämlich gegen Mega Fatty stirbt, kann man diesen Sprite noch in einer Art und Weise als Zeichnung sehen. Damit kommen wir auch schon zu Layer 3, die Defts. Holy Edition. Ich habe ehrlich gesagt nichts zu einer Holy Edition gefunden. Es gab eine recht unbekannte Mod, die nie erschienen ist, namens Holy. Oder auch ein Würfelset von Isaac, welches Holy Rollers heißt. Ich denke aber nicht, dass das mit Holy Edition gemeint ist. Das, was ich am ehesten gefunden habe zu einer Edition, war eine Unholy Edition zu dem originalen Isaac, welches scheinbar nur in der UK rausgekommen ist. Dort sind ein Artbook und ein, zwei verschiedene Dinge enthalten. Aber zu einer Holy Edition habe ich leider nichts gefunden. Dimension Red. Dimension Red ist ein ungenutztes Icon für eine Challenge. Entweder sollte es mal die Red Redemption Challenge werden, oder vielleicht auch eine ganz andere Challenge, die mit dem Red Key funktioniert hätte. So oder so, Dimension Red hat es so nie ins Spiel geschafft. Isaac pisses himself. Wenn Isaac nur noch ein halbes Herz hat und einen Raum betritt, sieht man am Eingang so einen gelben Fleck, weil Isaac sich scheinbar vor Angst eingepisst hat. Wenn du Eve bist oder die Kidney Stones dabei hast, dann ist der Fleck rot und nicht mehr gelb. Uncle Bob. Bob ist eine Transformation, die du mit drei Bob-Items bekommst. Aber wer ist Bob? Manche denken, es könnte Isaacs Onkel sein wegen Brother Bobby. Und Ed bestätigte zuerst auch nur, dass Sloth Bob ist und er ihn einfach so genannt hat, um ihm einen Namen zu geben und diesen Namen dann auch beibehalten hat. Bob soll aber auch der Bruder von Isaacs Dad sein. Ob dann Brother Bobby auch was mit Bob zu tun hat oder das auf zwei verschiedene Leute anspielt, kann ich leider nicht genau sagen, aber ich gehe davon aus, dass die beiden denselben Onkel meinen. Hidden Co-op Mode. Den Punkt können wir schnell abhaken. Der Online-Multiplayer wurde schon von Edmund angekündigt und die Beta ist auch schon längst draußen. Dieser Punkt entstand vor der Ankündigung vom Multiplayer, als man einen Command gefunden hat, der einen zu einem Online-Multiplayer gebracht hat. Story based on Edmunds Childhood. Edmund Macmillan ist in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen, wurde dadurch sehr eingeschränkt, was er tun wollte und hat auf abstrakte Art und Weise versucht, seine Kindheit zu repräsentieren. Aber lassen wir Edmund selber drüber reden. Our religious upbringing where the Macmillan side of the family were all born again Christians, hardcore. And then my grandma on my mom's side, she was a super devout Catholic. So it was very ritualistic and mysterious. It always felt like she was doing magic, lighting candles and all this other stuff. And I wanted to write about how being a creative kid and feeling like such an outcast in my family, mostly due to religion. I remember, you know, constantly being told that, you know, I'm gonna go to hell if I do this. I'm evil, you know, I'm bad. Well, the things that I draw are wicked, you know, that sort of stuff too. Edmund trolling Data Miners. Edmund hatte die ganzen Data Miner langsam satt und änderte in den Dateien die Textur vom Keeper durch einen alten Mann. Damit die Data Miner noch nicht direkt rausfinden können, wer der Keeper als Charakter ist. Dear Diary Track. Dieser Track ist ein Secret Soundtrack, den man so im Spiel nicht hören kann. Dieser ist vom Ersteller von dem Isaac Soundtrack und ich würde sagen, hier eine kleine Hörprobe. Once I thought I had it good. Probably my misunderstood when God came down from heaven and turned the shit up to 11. Orphan Annie had it better. Maybe I should add a letter to my name, call me Fizek. That way the devil won't find me. Tell my mom to stab me, grab me. I wish I had a better family.
r/fuckBloat. Sind wir mal ehrlich, jeder, der Isaac gespielt hat, hasst Bloat. Und wer ihn nicht hasst, hat April's Fool noch nicht gespielt. Auf jeden Fall ist das einfach ein Subreddit, in dem Leute ihren Hass gegen Bloat aussprechen. Wormwood eats bombs. In The Binding of Isaac gibt es einige Bosse, die Bomben fressen können. Klar sind dabei einige Beispiele wie Chubb oder Chariot Queen, aber auch Bighorn zum Beispiel kann Bomben fressen. Es ist zwar ein bisschen tricky, aber es geht. Und Wormwood kann auch Bomben fressen, was mir persönlich echt nicht bewusst war. Keeper Half-Coin Hearts. Keeper und Tainted Keeper sind Charaktere, die keine Herzen, sondern Münzen als Leben haben. Keeper kann 3 und Tainted Keeper kann 2 haben. Und bei jedem Damage verliert man direkt eine Münze. Und eigentlich gibt es keine Möglichkeit, eine halbe Münze zu haben. Die Betonung liegt auf eigentlich, denn mit dem Item Sumptorium kann man es schaffen, nur ein halbes Münzenherz zu haben. Es bringt zwar absolut gar nichts, aber es geht auf jeden Fall. Beta Hush. Es wurde eine Beta-Textur von Hush in den Files gefunden. Diese sieht sehr ähnlich zu den jetzigen Versionen aus, nur dass Beta Hush noch Xer als Augen hat. Dumplings. Dumplings sind Gegner aus Anti-Birth, die es dann aber nie in Repentance geschafft haben. Obwohl das auch eigentlich gelogen ist, denn ein Dumpling hat es geschafft. Der gute Lil Dumpy. Er ist der einzige Dumpling, der den Sprung von Anti-Birth zu Repentance geschafft hat. Big Boy Bathwater. Edmund hat mal einen Post gemacht, dass man sich jetzt das Big Binding of Isaac Bathwater kaufen kann. Das kam ungefähr so zu so einer Zeit, wo zum Beispiel Belle Delphine ihr Badewasser verkauft hat. Und ich denke einfach, er wollte das Ganze einfach ein wenig auf die Schippe nehmen. Ob er das Badewasser wirklich verkauft hat, weiß ich aber leider nicht. Suicide Note Theory. Wenn ihr auf dem Weg zu Beast seid, dann nehmt ihr ja hier Dads Note mit. Dies ist wohl der Zettel, den er hinterließ, als er die Familie verlassen hat. Es gibt die Theorie, dass dieser Zettel eben kein einfacher Abschiedszettel, sondern ein Brief war, den er vor seinem Suizid hinterlassen hat. Die Theorie ist recht interessant, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, da man oft genug im Spiel gesagt und gezeigt bekommt, wie er die Familie wirklich verlässt und auch geht. Und nicht einmal irgendwo im Spiel wird der Suizid von ihm angedeutet. Man kann ihn zwar reininterpretieren, aber irgendwo sollte man auch nicht zu viel in etwas reininterpretieren, finde ich. Blue Baby Tane Easter Egg. Neben Isaac hat Edmund ja auch noch andere Spiele gemacht, darunter Super Meat Boy oder auch The End is Night. Und genau darum geht es. Denn wenn du mit Blue Baby Ball of Tar einsammelst, dann siehst du aus wie Ash, der wiederum der Hauptcharakter von Tane ist. The Binding of Christmas. Dies ist ein weiterer Secret-Song von dem Sänger der The Binding of Isaac Soundtracks. Und ihr könnt hier mal kurz reinhören, wenn ihr wollt. "'Twas the binding of Christmas, and under the floor, all the creatures were stirring and plotting once more. The TV was tuned to a Christian broadcast, in hopes that our Savior a sermon would cast. Young Isaac was banished, confined to his bed." Binding of Isaac Mutations. Dies ist ein Set an Soundtracks, die sich das Original genommen haben und ein wenig verändert haben, sage ich mal. Hört rein und seht, was ich meine. Antichrist Isaac. Isaac hat ja immer wieder damit zu tun, dass er denkt, dass er das Böse ist, kämpft auch zum Beispiel gegen Megasatan zum Beispiel, was seinen Kampf gegen seinen inneren Dämon zeigen soll. Und auch durch eine eigene Verwandlung kann er so eine Art Evil-Form haben. Deswegen glauben einige, dass Isaac der Antichrist in diesem Spiel ist. Bestätigen kann man das aber nicht. Lusting of Isaac. Dies ist eine Mod für The Binding of Isaac, und ist eine Not Safe for Work Mod. Die sorgt dafür, dass Bosse sehr sus aussehen, was ich euch obviously nicht zeigen kann. Für einige Kellerkinder bestimmt ganz nett, aber bitte, Isaac ist immer noch 5 Jahre alt. Können wir bitte aufhören, einem 5-Jährigen Porn aufzudrücken? Add Player Command. Mit diesem Command könnt ihr euch einen zweiten Spieler spawnen, der dann ähnlich funktioniert wie Jacob und Esau, nur dass der zweite Spieler dich nicht rumschiebt und sonst auch eigentlich nichts macht. Ja. Infinite Delirium. Der Meat Cleaver ist ein Item, mit dem man Gegner aufteilen kann. Da kann man zum Beispiel aus einem Monstro auf einmal 2 machen. Naja, auf jeden Fall hat jeder Gegner ein Limit, wie oft du ihn aufteilen kannst, da eine Aufteilung dem Gegner 20% seiner Leben wegnimmt.
Nur bei Delirium funktioniert das irgendwie nicht. Also du kannst theoretisch Delirium 100 Mal aufteilen. Oder eben bis das Game crasht. Tainted Edith. Tainted Edith wurde damals genauso wie Edith wegen Zeitmangel und Balancing-Mangel verworfen. Aber tatsächlich wirkt Tainted Forgotten wie eine Balanced-Version von Edith und Tainted Edith. Aber bestätigt ist das nicht. Also ist Tainted Forgotten vielleicht das, was Tainted Edith hätte sein können. Aber falls ihr Edith und Tainted Edith wirklich erleben wollt, gibt es hierfür genug Mods. Pumpkin Helmet. Ich denke, mit diesem Punkt ist die Pumpkin Mask gemeint, welches ein verworfenes Item ist, welches Krampus an Halloween tragen sollte. Dieses Item wurde in den Files scheinbar mit Lump of Coal ersetzt, welches als Item scheinbar genauso actet wie die Maske. Aber das ist eine der Punkte in diesem Video, bei dem ich mir wirklich am unsichersten bin sogar. Keeper ARG. Wie schaltet man Keeper frei? Man muss 1000 Münzen in den Automat des Greed Modes einzahlen. Aber wie soll man das denn überhaupt wissen? Nun ja, bevor der Keeper veröffentlicht wurde, wurde ein Alternative Real Life Game gestartet. Sprich, die Community soll im Real Life Hinweise finden, um sich das Ganze herzuleiten. Erst wenn das Rätsel gelöst ist, kommt Keeper ins Spiel. Und wie sah das Alternative Real Life Game aus? Naja, zunächst wurde das Icon zum Achievement Generosity, welches man bekommt, wenn man 999 Münzen im Greed Mode einzahlt, von diesem Kopf zu solchen Linien geändert. Wenn man hier die Anzahl der Pixel jeder Linie gezählt hat, bekommt man diese Zahlen, die über den ASCII-Code übersetzt diese Buchstabenfolge bedeutet. Diese Buchstabenfolge konnte man für einen Imgur-Link einsetzen. Auf dem Bild war Lost, 8 Menschen und scheinbar ein Zitat aus der Bibel und ein Map-Icon. Außerdem hat Edmund ein Bild mit einer Spinne gepostet, wo im Hintergrund ein Poster von den Lost Boys war. Dies hat dann zum Lost Poster geführt, welches dann wiederum zu Koordinaten geführt hat. Und dort war eine Keeper-Figur, welche wiederum zu einem Twitter-Account geführt hat. Und als die Community zitierte Give Him a Voice, wurde ein Bild gepostet, The Community Unlocked Something Hidden. Erst nach diesem Rätsel wurde Keeper ins Spiel hinzugefügt und wer den Keeper hinter dem kaputten Automaten und den Namen des Accounts, Greed, zusammenzählen kann, wusste nun, wie Keeper freigeschaltet wird. Cum-Item. Es gibt ein Meme in der Isaac-Community, in welcher die Community davon redet, wie jede Körperflüssigkeit einen Auftritt in dem Spiel hat, wie zum Beispiel Urin, aber Cum nicht. Es ist mehr ein Joke in der Community, als eine Frage, die wirklich gestellt wird, aber ich denke, mit der Aussage, dass Isaac 5 Jahre alt ist, ist auch alles geklärt, warum es kein Cum-Item gibt. Und damit haben wir die Hälfte des Eisbergs geschafft und kommen nun in Layer 4. Fiendfolio ARG. Nachdem das ja bei Keeper so gut geklappt hat, wollten die Mod-Entwickler von Fiendfolio sowas ähnliches auch machen. Es geht natürlich um diese Fiendfolio-Mod, die über 100 neue Items, über 500 neue Gegner und sehr viel mehr hinzugefügt hat. Die Entwickler haben angefangen, Hinweise zu ihrem neuen Charakter zu verstecken. Es gibt versteckte Bilder in den Gamefiles, verschiedene Zeichencodes, Morse-Code und extrem viel mehr. Sogar so viel mehr, dass einige Rätsel bis heute nicht gelöst wurden. Jedoch hat die Community es dennoch so weit geschafft, dass die Modder dieses Bild gepostet haben und damit auch dieses Rätsel als gelöst deklariert haben. Anti-Birth Mod-Entwickler. Die Public Entertainment Network Interactive Software, kurz PENIS, ist die Gruppe, die für die Entwicklung von Anti-Birth verantwortlich war. Ja, das war's. Ich weiß auch nicht, warum das auf Layer 4 ist, aber PENIS. Hush is Isaac's Suffocation. Jeder Endgame-Boss in The Binding of Isaac repräsentiert etwas, was mit Isaacs Tod oder ähnlichem zu tun hat. Hush soll hierbei der Erstickungsprozess von Isaac darstellen. Deswegen ist er auch von seiner Haut eingesperrt, sag ich mal. Nach Hush kann man auch immer zu Delirium gehen, weil Delirium Isaacs Gefühlszustand vor dem Tod symbolisiert. Team Fortress 2 References. Es gibt in The Binding of Isaac mehr Referenzen zu Team Fortress 2, als man vielleicht denkt. Zum Beispiel Demo Man, Mom's Knife als Referenz zu Stab, Stab, Stab und Brimstone sowie Tiny Planet waren geplant als Heads für Team Fortress 2, aber die Idee wurde später verworfen. Aber scheinbar gibt es doch Brimstone in Team Fortress 2, aber ich spiele das Spiel nicht, deswegen kann ich dazu nicht hundertprozentig was sagen. Dad and Mom. Isaacs Mutter heißt Magdalene O'Moria oder kurz Mom. Deswegen gibt es die Theorie, dass vielleicht Isaacs Vater auch so einen Namen hat, der kurz Dad bedeutet. Aber sein Name wurde bis heute nicht öffentlich gemacht und wird es wahrscheinlich auch nie werden.
Flies transforming around poop. Wenn schwarze Fliegen lang genug in der Nähe von Kacke fliegen, verwandeln sie sich nach einer Weile in diese Fliegen, die schießen können. Das funktioniert mit jeder Art von Kacke, aber dauert eben seine Zeit, weswegen das noch nicht viele Spieler gesehen haben. The Legend of Isaac. Für diesen Punkt habe ich zwei Ideen. Entweder geht es hier um den japanischen Namen von The Binding of Isaac. Dieser lautet nämlich The Legend of Isaac. Oder, was ich eher glaube, spielt dieser Punkt darauf an, dass The Legend of Zelda eine gigantische Inspiration für Edmund war, wie er selber bestätigte. Beast is Bighorn. Vielen Leuten sind die Ähnlichkeiten zwischen Beast und Bighorn aufgefallen. I mean, ihre Körperform ist schon sehr ähnlich. Deswegen kam die Theorie auf, dass Bighorn maybe the Beast sein könnte. Aber das denke ich persönlich nicht. Ich habe da eine ganz andere Theorie. Ich denke, Beast repräsentiert einen Zusammenschluss aus allen Ängsten, Sorgen und Problemen, die Isaac hatte. Das dämonische bzw. satanische Design, welches Beast an sich hat, und auch der Stofffetzen, den Beast trägt, welcher sehr ähnlich zur Kleidung von Isaacs Mutter ist. Außerdem der Fakt, dass wenn Isaac Beast besiegt, alle seine Ängste und Sorgen von ihm abfallen und er in den Himmel aufsteigen kann, da er seinen innersten Dämon besiegt hat. Aber das ist nur eine Theorie von mir. Slow for me too. Dies ist ein besonderer Seed in Isaac, denn der Soundtrack hier ist genauso schnell, wie Isaac sich bewegt. Sprich, wenn er stehen bleibt, ist die Musik ganz langsam. Und je schneller er wird, desto schneller wird die Musik. Stage 9C. Dies ist ein Command in der Konsole, den man eingeben kann und damit in die Hush-Ebene kommt. Aber hier sieht alles außer die Tür aus wie das normale Basement. Dies dient wahrscheinlich nur zu Testzwecken, aber könnte auch eine geplante alternative Hush-Ebene sein. Chub Dislike Smoke. Dies ist eine direkte Referenz an Zelda 1. Genauer gesagt bekommt man hier den Hinweis, Dodongo Dislike Smoke, was einem sagen soll, dass man Dodongo mit Bomben besiegen soll. Und Chub kann 1:1 genauso besiegt werden wie Dodongo und man kann auch in diesem Spiel den Tipp bekommen, Chub Dislike Smoke, natürlich als Referenz an Zelda 1. Adult Swim. Das ist das Logo von Adult Swim, klar. Aber bevor Isaac ein wirklich populäres Game geworden ist, hat Edmund öfter darüber nachgedacht, das Spiel an Adult Swim für $40,000 zu verkaufen. Es hat dem Spiel wahrscheinlich gut getan, dass es nicht getan hat und seinem Geldbeutel denke ich mittlerweile auch. Void Redesign. Edmund bestätigte in einem Interview, dass sie sich gewünscht hätten, The Void und Delirium noch zu ändern bzw. zu überarbeiten, aber dafür einfach nicht mehr die Zeit war. Er sagt, es funktioniert dafür, was es sein soll, aber es ist noch nicht optimal für seine eigenen Standards. Das heißt, vielleicht kommt ja mal ein neues Void-Update auf uns zu. Außerdem sagt er, dass er an einem neuen Game-Mode rumgebastelt hat, welcher aber noch Zeit braucht und er sich für ein mögliches Update in der Zukunft zurückhält. Vielleicht ist der Multiplayer damit gemeint oder wir bekommen irgendwann mal einen komplett neuen Spielmodus sowie ein Rework vom Void. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Dad's Lost Coin. Dad's Lost Coin ist ein Item, welches, wenn man sich's genauer anschaut, eine Nüchternheitsmünze von den anonymen Alkoholikern darstellt. Sprich, er war nicht nur spielsüchtig, sondern auch Alkoholiker. Er hat an sich gearbeitet, ist dann aber rückfällig geworden. Das hört man auch in der Szene auf dem Weg zu Home. I spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. And you're drunk again, aren't you? Dann ist er gegangen, als er gemerkt hat, dass er der Familie mehr Schaden hinzufügt, als er ihnen Gutes tut. Greed Mode Alternative Paths. Es wurde im Code vom Spiel eine Greed Mode Ebene für jede Alternativebene gefunden, außer für Gehenna und Corpse. Sprich, es war wohl geplant, dass es Alternativebenen geben sollte. Diese Idee wurde aber sehr schnell im Prozess verworfen. Sonst hätte man ja auch noch Corpse oder so als Ebene finden können. 40-Page Artbook. Das ist, wie schon der Name sagt, ein Artbook mit Konzeptzeichnung für das originale Isaac. Man konnte das Artbook durch die Unholy Edition bekommen, welches ich natürlich habe. Aber jetzt kann man es sich auch online anschauen. Magic Fingers Animation. Im März 2015 hat Leather Ice Cream eine Animation veröffentlicht, wo Isaac das Magic Fingers Item beim Keeper kauft. Und ja, das alles resultierte dann in einem Bild, wo Keeper die Magic Fingers an sich selber nutzt, wenn man das so sagen kann. Ich möchte bitte wirklich nochmal hervorheben, dass Isaac der Hauptcharakter des Spiels, der alle anderen Charakter und auch Keeper repräsentiert, 5 Jahre alt ist. Warum macht man solche Zeichnungen über einen 5-Jährigen? Ich werde es einfach nicht verstehen.
Mirror of Death. Auf dem Weg zu Mother musst du ja als Lost durch den Spiegel durch, um das erste Knife Piece zu holen. Aber was passiert denn, wenn man den Spiegel in der Spiegelwelt kaputt macht? Nun ja, wenn du das fertig bringst, dann wird Isaac bzw. Lost langsam blau und stirbt einfach. Und auch Revives bringen dir nicht sonderlich viel. First Rebirth Trailer. Erstmal eine Epilepsie-Warnung an der Stelle. Eine der besten Isaac-Trailer, die man hätte machen können und die ich auch bis jetzt gesehen habe. Es sieht aber auch aus wie ein doppelter Super-Mega-Fiebertraum mit extra Abfuck obendrauf, aber ist trotzdem irgendwie cool. Isaac with Clothes in Game. Der einzige Moment in diesem Spiel, wo man Isaac in Farbe mit Kleidung am Körper sieht, sind die Endings 14 und 20. Das sind wirklich die einzigen Momente, wo Isaac wirklich was anhat und nein, das Box-Item zählt nicht als Kleidung. Maggie Character is not Isaacs Sister. Einige Spieler hatten die Theorie, dass der Charakter Magdalene Isaacs Schwester ist. Aber dem ist nicht so. Edmund hat ja schon bestätigt, dass Isaac keine Geschwister hatte. Es ist Isaac mit einer Perücke, die er wohl auch manchmal draußen getragen hat und dann von anderen ausgelacht wurde. Der Name Magdalene ist der gleiche wie der von seiner Mutter. Deswegen gehen wir davon aus, dass Maggie der Versuch von Isaac ist, nicht mehr er selbst und mehr wie seine Mutter zu sein. Da er von sich selbst denkt, dass er viel mehr Schaden verursacht, wenn er selbst bleibt. Every Character is Isaac. Passend zu dem Punkt davor, kommen wir zu allen Charakteren. In der Charakterauswahl steht Who am I? Und das steht da nicht grundlos. Dies soll Isaacs Struggle zeigen, dass er nicht mehr weiß, wer er sein soll oder sein will. Fast jeder Charakter ist auch ein biblischer Charakter, weil Isaac so in dieser religiösen Welt gefangen ist. Aber nicht jeder Charakter hat was mit der Bibel zu tun. Blue Baby und Forgotten sind zum Beispiel Symbole für Isaacs Tod. Auf jeden Fall spielen wir eigentlich immer Isaac, der versucht sich selber zu finden, beziehungsweise der versucht rauszufinden, wer er ist oder wer er sein soll. Blade Strangers. Blade Strangers ist ein Oldschool Fighting Game, welches 2018 rausgekommen ist, in welchem Isaac ein spielbarer Charakter ist. Das Spiel ist relativ unbekannt, aber ich finde es dennoch cool, dass Isaac auch außerhalb seiner Spieler Auftritte bekommt. Rebirth Development Gifts. Wenn man tief genug in Edmunds The Binding of Isaac Block gräbt, dann wird man viele Early Development Bilder sehen, von Räumen, Pausescreen und vielem mehr. Außerdem kann man auch hier sehen, wie die Raumgenerierung funktioniert in dem Spiel. Early Rebirth Concepts. Ich weiß wirklich beim besten Willen nicht, was der Punkt jetzt noch soll. Denn wir haben schon über das Artbook und den alten Block von Edmund als einzelne Punkte gesprochen. Also sehen wir den Punkt mal als abgehakt an. Kommen wir nun zu Layer 5, der Kathedrale. Snail Sprite. Ich bin mir so unsicher, was dieser Punkt aussagen soll. Also entweder geht es um dieses Video zu How to Sprite, oder es geht um die Schnecke Randy aus einer Isaac-Mod. Oder es geht um dieses Icon, wenn man Gegner verlangsamt. Aber welches davon zutrifft und warum der Punkt auf dem Eisberg ist, weiß ich beim besten Willen nicht. Basilica and Topeth. Ich habe das zwar absolut falsch ausgesprochen, aber dies sind alternative Ebenen zur Kathedrale um Sheol, die es so in dem Spiel nicht gibt, aber geben sollte. Basilica ist eine viel hellere Ebene als die Kathedrale und Topheth, was ich absolut nicht aussprechen kann, sieht mehr aus wie die Hölle, als Sheol es jemals könnte. Wegen der ganzen Lava und allem. Ich persönlich finde zwar, dass Topheth eher aussieht wie ein alternativer Floor von den Mines, aber das ist auch nur meine Meinung. Kleiner Fun Fact: Topheth ist hebräisch und bedeutet so viel wie Inferno. Kill Esau. Jacob und Esau, die wohl schlimmsten normalen Charakter. Vor allem auch wegen dem Teilen von Items und der doppelten Hitbox. Was wäre, wenn man das nicht mehr müsste? Denn wenn man es schafft, zum Beispiel durch Edens Blessing, ein Glowing Hourglass zu bekommen, welches man dann direkt im Startraum einsetzt, dann verschwindet Esau für immer und kommt wirklich für den ganzen Run auch nicht wieder. Aber so viel Glück muss man erstmal haben. They swallowed a $100 steak in one bite. In einem Interview kam das Thema des Lost Unlocks auf, welcher ja von Dataminern kaputt gemacht wurde. Als das Thema aufkam, sagte Tyrone Rodriguez diesen Satz und ehrlich gesagt, er hat irgendwie recht. Iwata Challenge. Jedes Jahr am 6. Dezember gibt es einen Daily Run zu Ehren von Satoru Iwata, dem ehemaligen Nintendo-Präsidenten. In dieser Challenge sieht Isaac aus wie Iwata und er startet mit dem GameKit-Item und dem Cartridge-Trinket. Eine sehr schöne Hommage, wie ich finde. Und nochmal an der Stelle, Rest in Peace, Iwata. Blue Catacombs. Es geht bei diesem Eintrag scheinbar um diese blauen Flecken in den Catacombs. Warum? Keine Ahnung. Ich habe wirklich gar nichts zu diesem Thema gefunden. Aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Wenn ihr was wisst, gerne in die Kommentare.
Anti-Birth API Test Videos. Genauso wie es einen Blog für Rebirth gab, über den wir schon geredet haben, gab es auch sowas ähnliches für Anti-Birth. Und zwar API Test Videos. Dies sind Videos, in denen Dinge in dem Spiel getestet wurden. Wer hätte das bloß gedacht? Eternal Return. Also zum einen könnte dieser Eintrag hier eine Mod meinen, die so heißt, welche absolut unbekannt ist und soweit ich weiß auch nie rausgekommen ist. Soweit ich das aber sagen kann, geht es wahrscheinlich um Folgendes. Als für das originale The Binding of Isaac der DLC Wrath of the Lamb kam, bekam dieser DLC später noch einen kostenlosen DLC. The Binding of Isaac Eternal Edition oder Eternal Update. In diesem DLC wurde ein Hard Mode dem Spiel hinzugefügt, der echt harte Versionen von Gegnern zu bieten hatte. Diese waren weiß und kann man ein wenig mit den heutigen Champions vergleichen. Eternal Return könnte vielleicht eine Theorie darüber sein, dass so ein DLC in irgendeiner Form zurückkommt. Oder dass Repentance in gewisser Weise das neue Eternal Update ist. Aber dabei bin ich mir unsicher. Unused 24. Dies ist ein Itempool, der als Platzhalter ins Spiel eingebaut wurde und nur Sad Onion beinhaltete. Scheinbar wurde dieser nun aber zum Ultra Secret Room Itempool. Cleric, Fighter, Thief, Mage. Als die ersten Konzepte für das originale The Binding of Isaac erstellt wurden, hat Edmund sich für die Charaktere nach klassischen RPG-Charaktern orientiert. So ist Maggie Cleric, Isaac ist Fighter, Cain ist Thief und Judas ist Mage. Demo Timer. In einer sehr frühen Demo von Rebirth hattest du in einem Run einen 10-Minuten-Timer. Wenn dieser ablief, wurdest du aber nicht rausgeschmissen, sondern wurdest zu Lost und konntest so lange spielen, bis du stirbst. The Forest and Basement minus 1. Eine Skizze der damals geplanten Floor Progression zeigt, dass es nach Corpse, wo man jetzt Mother besiegt, eigentlich hätte im Forest weitergehen sollen. Danach wäre man aus Chest, Darkroom und dem Forest ins Basement minus 1 gekommen. Was es genau damit auf sich hat, kann man natürlich nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass mit Basement minus 1 vielleicht auch Void gemeint ist. Denn Void ist hier gar nicht aufgelistet. Und dieses minus 1 würde irgendwie passen. Aber sicher kann ich mir da gar nicht sein. Bambino refers to Gambino. Die Gambino-Familie ist oder war eine sehr bekannte und berüchtigte Mafia-Familie. Und Leute kamen auf die Theorie, dass Bambino eine Referenz an diese Familie sein soll, da die Namen sich ähnlich anhören und er mit Geld zu tun hat. Ich denke aber eher, dass der Name einfach das italienische Wort Bambino ist, welches einfach Kind bedeutet. Und da Bam auch öfter in dem Spiel verwendet wird, würde das, denke ich, auch Sinn machen. Fiendfolio was inspired by the Agony of Isaac. Agony of Isaac war eine Mod, die 2015 rauskam, die sehr starke Ähnlichkeiten zu dem hat, was Fiendfolio heute ist. Also kann man davon ausgehen, dass diese Mod sich von Agony of Isaac hat inspirieren lassen. Rainmaker was almost removed. Edmund hat mal bestätigt, dass er den Rainmaker fast aus dem Spiel gekickt hätte, weil er seiner Meinung nach am wenigsten zum Theme des Spiels gepasst hat. Aber scheinbar ist ihm der Rainmaker ans Herz gewachsen und er hat sich dann dagegen entschieden, ihn zu kicken. Stage 10 in Greed Mode. Wenn man in der Konsole Stage 10 im Greed Mode eingibt, dann kommt man in eine Dross-Version von der Ultra-Greed-Ebene. Man kann sogar gegen Ultra Greed kämpfen. Dieser Eintrag ist in direkter Verbindung mit den Greed Mode Alternative Floors, weswegen ich nicht verstehe, warum der Punkt einen Layer tiefer ist. Curse of the Cursed. Curse of the Cursed ist ein Curse, welcher nur in der Curse Challenge vorkommt und alle Türen außer Boss-Türen mit dem Curse Room Türen ersetzt. Es ist verständlich, warum dieser Curse nicht außerhalb einer Challenge vorkommen kann, aber unverständlich ist, warum dieser Eintrag so niedrig auf dem Eisberg ist, da man den Curse kennt, wenn man die Challenge gespielt hat. Und diese zu spielen ist jetzt nicht das Schwierigste. Secret Effect of Curse of the Lost. Dieser Curse macht natürlich zum einen die Karte weg, aber er hat noch einen anderen Effekt. Er macht die Ebene größer. Und zwar auf die Größe der nächsten Ebene. Sprich, wenn du den Curse im Basement hast, ist die Ebene so groß wie Caves. Ich denke, mehr Beispiele braucht ihr nicht. Pieper 2010 Concept. Bevor es Piep als Boss in Isaac gab, gab es schon früh im Jahr 2010 Konzeptzeichnungen von Piep, die sich ordentlich von der finalen Version unterschieden. Obwohl ich nicht weiß, warum der Eintrag Pieper heißt, da nur das Item Pieper heißt und der Boss Piep, aber vielleicht übersehe ich auch den Grund, warum der Eintrag Pieper heißt. Wenn ja, gerne berichtigen. The Rune Room. Dies ist ein ungenutzter Raum in Anti-Birth, welches eine frühere Version des Planetariums war. Dieser wurde dann aber verworfen und in Repentance kamen sie dann in ähnlicher Weise als Planetarien zurück. Tainted Lazarus is a work in progress. Nein. Also nicht mehr.
Tainted Lazarus ist mittlerweile finished. Damals, als der Eisberg erstellt wurde, war Tainted Lazarus noch viel, viel schwieriger zu spielen und wirkte einfach unfertig. Das hat sich aber erledigt. Curse of the Giant. Dies ist ein verworfener Curse in Repentance. Ein Curse, den es aber in Anti-Birth gab. Mit dem konnte man nur große Räume haben, außer solche Räume wie Goldräume oder Spawnräume zum Beispiel. Schade eigentlich, dass dieser Curse nicht mehr in Repentance übernommen wurde. Isaac ist in Other Nicalis Games. Isaac hat einige Auftritte in den Spielen von Nicalis, welcher Developer für The Binding of Isaac ist. Ein Beispiel hierfür ist Blade Strangers, was wir davor besprochen haben. Aber auch zum Beispiel Crystal Crisis, dort hat Isaac auch einen Auftritt. Isaac sings Credits after Dead God. Nachdem man alle Boss-Checkmarks mit allen Charaktern hat, schaltet man ja Death Certificate frei. Und ich dachte eine sehr lange Zeit, dass man für Dead God, also für alle Achievements und alle Items, nichts bekommt, außer diesen Screen bei den Save-Files. Aber da habe ich mich getäuscht. Denn man schaltet frei, dass wenn man zu den Credits spielt, dass Isaac die Credits hier singt. Kommen wir nun jetzt zum allerletzten Layer. Layer 6, die Chest. Brownie Recipe in Afterbirth Files. In den Dateien von Afterbirth konnte man einen Haufen von Text mit absolutem Nonsens finden oder auch random zusammengewürfelte Wörter, aber tatsächlich auch ein Brownie-Rezept. Warum? Keine Ahnung, aber es ist da und sie schmecken gut. Isaac is not a bedtime story. Anders als das Ende des Spiels es einem suggerieren will, ist die Geschichte keine gute Nachtgeschichte, wie es wirkt. Ende ist Isaac wirklich in den Himmel aufgestiegen und all seine Last ist wirklich von seinen Schultern gefallen. Er sah sein Leben an ihm vorbeiziehen, wie seine Eltern glücklich waren, wie er geboren wurde und am Ende war er nichts mehr. Er ist in Reinen mit sich selber geworden und konnte somit in Frieden in den Himmel aufsteigen. Und die Stimme seines Vaters, die er die ganze Geschichte erzählt, ist nur in seinem Kopf, die ihn leitet, die ihn noch bei Sinnen hält. Deswegen bezieht sich die Frage, "Are you sleepy yet?", nicht auf die Müdigkeit, sondern dass das Leben langsam seinen Körper verlässt. Das ist nicht hundertprozentig bestätigt, soweit ich weiß, aber sehr schlüssig auf jeden Fall, wenn man die ganze Story berücksichtigt. Voices of Main Characters, done by Matthias Family. Er hier ist Matthias. Er spricht den Dad in dem Spiel. Sein Sohn spricht Isaac und seine Frau spricht Mom. Irgendwie cool, dass die Familie eine Familie spricht, auch wenn ich sehr, sehr, sehr hoffe, dass ihre Familie tausendmal glücklicher ist als die von Isaac. Slugboy. Peep hieß nicht immer Peep. Also doch, in den Spielen schon. Aber in den ersten Konzepten von Peep hieß er noch gar nicht Peep, sondern Slugboy. Mortis was Morbus. Bevor es die Korpsebene gab, sollte es eine Ebene namens Mortis geben, die zu Beginn noch Morbus hieß, dann zu Mortis umbenannt wurde, dann verworfen wurde und nun als Korps recycelt wurde. E-Meter. Nintendo wollte erst Isaac nicht auf ihre Konsolen portieren. Grund dafür waren wohl die Nacktheit in dem Spiel und die Religiosität. Edmunds Lösung? Isaac bekommt ein Blatt. Statt Gott redet nun ein Hund mit Isaacs Mom, weil Gott rückwärts Dog heißt. Und es gab ein E-Meter-Item und er drehte das Spiel vom Christlichen zu Scientology um. Dass er hier nur rumgejoked hat und dass das nicht wirklich so ins Spiel für Nintendo-Konsolen gekommen ist, sollte denklich klar sein. Definition the Negative. Dies ist ein Rap-Song, related to The Binding of Isaac, der recht unpopulär ist. Ich lasse euch den Link mal in der Beschreibung, da ich nicht weiß, wie es hier mit dem Copyright aussieht. Isaac Glitch Hell. In der Alpha-Flash-Version von Isaac, wenn du die Schaufel We Need to Go Deeper eingesetzt hattest und davor in dem Spiel die Unterstrich root.chaps kleiner 8 deaktiviert hast, dann konntest du in so eine Glitch-Ebene kommen. Man kann sogar It Lives in einer Basement-Ebene besiegen, aber das softlockt das Spiel. Cesspool. Der Cesspool ist ein Fanmade Alternative Floor, welcher Devs ersetzt und ein wenig an Dross erinnert. Aber warum das auf dem Eisberg ist, muss ich wirklich nicht verstehen. Chest Overlay. Man sieht ja hier einen Schatten in der Chest-Ebene. Wenn man den sich mal genauer ansieht, erkennt man hier den Schatten von Isaac, was natürlich symbolisiert, dass Isaac die ganze Zeit in der Kiste war und darin auch starb, weswegen man in der Chest auch gegen Blue Baby kämpft. Yeast Folder. Dies ist ein Ordner in den Gamefiles von der Taintphilia Mod, ich hoffe sie wird so ausgesprochen, wo verworfene Gegner und Bosse reingepackt werden, was ich an sich recht cool finde. Es wäre spannend, wenn Repentance auch so einen Ordner hätte, hat's aber leider nicht. Tinted Pots and Mushrooms. Es waren mal scheinbar Tinted Pots und Mushrooms geplant, die ähnlich zu Tinted Rocks funktioniert hatten. Diese wurden aber verworfen. Aber wenn man versucht, diese markierten Schädel mit Fool-Karten in anderen Ebenen außer den Devs-Ebenen zu spawnen, kommen diese Pilze und Vasen. Diese droppen dann auch Fool-Karten. Isaac and Guppy in Tain. Über Tain haben wir ja schon geredet,
im Case von Blue Baby und Ball of Tar, wenn ihr euch erinnert, aber man kann auch Isaac und Guppy als NPCs in diesem Spiel finden. Yandere Death Orb. Es gibt einen extrem seltenen Error Room, in dem man dieses 3D-Model hier sehen kann. Und da kam einer auf die Idee, einen Mod zu machen, indem er den Orb hier durch den Yandere Death ausgetauscht hat. Der Fakt, dass der Secret Room mit diesem Orb im Originalspiel existiert, finde ich ehrlich gesagt noch spannender als die Mod. Vor allem, weil ich diesen Error Room noch nie gesehen habe. Raglitch, Clutch, Made in the Mist, Kadavra. Die sind alles vier Bosse, die es so nie ins Game geschafft haben. Made in the Mist sieht ein wenig so aus wie der Rainmaker, vielleicht sollte es eine Alternativversion werden. Und Kadavra sieht von den Bewegungen ziemlich aus wie Chimera, also vielleicht ist der Boss zu Chimera geworden. Die anderen beiden sind wohl einfach nur verworfene Bosse, wobei Clutch über ein Update doch noch in Repentance gekommen ist. Das heißt, Raglitch ist der einzig wirklich verworfene Boss, den man so auch nicht in ähnlicher Weise im Spiel sieht. Scrapped Bag Gimmick. Ihr kennt Tainted Cane, oder? Ein absoluter Pain in the Ass herauszufinden, wie man Items craftet. Aber die Idee von Tainted Cane war mal anders. Er sollte mit dem Beutel Gegnerschüsse sammeln und damit größere Tiers zurückschießen können. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was davon schlimmer klingt. You are worshipping a Sun God. Diese Fortune-Maschinen hier können einem diesen Text ausspucken. Dies resultiert wohl daraus, dass die römische katholische Kirche aus einem Glauben, die Sonne angehimmelt hat, entstanden ist. Scrapped Salt Shaker Door. In diesem Spiel gibt es eine ungenutzte Tainted Character Tür, die einen Salzstreuer hatte. Dies sollte wahrscheinlich für Tainted Edith sein, da biblisch gesehen Edith in eine Salzstatue verwandelt wurde, als Sodom zerstört wurde und Edith geflohen ist und auf die Zerstörung blickte. Und da wir schon über Edith und Tainted Edith gesprochen haben, gibt es hierzu auch nicht viel mehr zu sagen. Repentance Developers, Drawing the Binding of Isaac, Rule 34. Obviously kann ich das nicht auf YouTube zeigen, aber scheinbar sollen Developer von Repentance auch Hentai-Art über The Binding of Isaac veröffentlicht haben. Man könnte natürlich jetzt Rule 34 durchgucken und den Artstyle abgleichen, aber ich gucke garantiert keine Bilder an, die mit einem 5-Jährigen zu tun haben. The Pile 2015 Boss Portrait. 2015 war das erste Mal, dass man The Pile in Screenshots gesehen hat. Ja, aber was es mit dem Portrait gemeint ist, weiß ich beim besten Willen nicht. Purpose of the Fez on Judas. Warum hat er einen Fez auf dem Kopf? Edmund hat erklärt, dass er einen Hut für Judas brauchte, damit er aussah wie ein Magier, ohne ein Magier zu sein, da er ja die Mage-Klasse repräsentierte. Also hat man sich statt für den Zaubererhut für den Fez entschieden. Loading Screens are Stories Edmund heard as a kid. Auch wenn nicht alle Loading Screens Geschichten sind, die er so gehört hat, ist dieses Spiel eine abstrakte Erzählung seiner Kindheit, kombiniert mit dem Abuse, welches ein enges Familienmitglied als Kind erlitten hat. Also kann man, denke ich, sagen, dass die Loading Screens zu Eds Kindheit related sind, aber nicht hundertprozentig wörtlich zu nehmen sind. Clutch is a child's drawing. Wir haben ja schon über die verworfenen Bosse geredet, wo auch Clutch dabei war. Dort habe ich ja auch gesagt, dass Clutch in einem späteren Patch vor gut 2 Jahren doch noch ins Spiel gekommen ist. Zu dem Design weiß man nicht, ob es sich um eine Kinderzeichnung handelt, aber es wirkt wirklich so, als ob ein Kind so ein Gesicht gezeichnet hat. Aber bestätigt ist das nicht. Jesus Juice Actual Meaning. Hier gibt es 2 Theorien. Entweder ist es eine Referenz an das brasilianische Getränk Guarana Jesus, oder, was ich eher glaube, ist es so. Jesus Juice ist wahrscheinlich related zu Wein, da die Bezeichnung Jesus Juice für Rotwein im Abendmahl genutzt wurde und Jesus Blut andeuten soll. Kinder bekommen in der Kirche aber meistens statt Wein einfach Traubensaft, weswegen das Item auch eine Packung Traubensaft ist. Und das macht auch Sinn, denn die meisten Items im Spiel sind Dinge, die Isaac schon mal gesehen hat oder davon gehört hat, beziehungsweise seine Interpretation von verschiedenen Dingen. Deswegen liegt die Bezeichnung Jesus Juice für Traubensaft auch nahe, aber bestätigt ist das so nicht. Aber wie ich finde, eine sehr schlüssige Theorie. Mom never wanted to kill Isaac. Das ist mehr eine Theorie, denn ich weiß nicht, wie sehr das bestätigt ist, was ich jetzt sage, aber ich denke, Mom wollte nie Isaac töten. Aber wie kommt dann die Story zustande, dass Isaac denkt, dass seine eigene Mutter ihn umbringen will? Nun ja, ich versuche euch das so kurz und knapp zu erklären wie möglich, wenn das echt schwierig wird. Also, Isaac stirbt ja in seiner Spielzeugkiste, in der er sich versteckt. Aber warum versteckt er sich da? Am Anfang des Spiels wird gesagt, dass Mom versucht, ihn mit seinem Messer umzubringen. Aber das stimmt so nicht. Zumindest denke ich das. Wenn man gegen Mom kämpft, hört man ihre Rufe, die natürlich aggressiv wirken.
Dies könnte aber auch eine Interpretation von Isaac sein und sie ist eigentlich nur frustriert oder besorgt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wenn man Moms Heart besiegt, sie einen sehr schmerzerfüllten Schrei hat, da das der Moment ist, wo sie realisiert, dass ihr einziges Kind gestorben ist, in seiner Kiste. Auch betritt Mom nie komplett den Raum in dem Kampf hier, sondern nur ihr Auge oder ihr Bein. Das soll ihre Suche nach ihrem Sohn zeigen. Und ernsthaft, würde man so nach seinem Sohn suchen und nach ihm trauern, wenn man ihn sowieso opfern wollte? Das bezweifle ich stark. Seine Mutter hat ein Rad ab, ja, aber nicht auf diese Art und Weise. Sie nimmt ihm seine Kartonwelt weg. Das Einzige, was ihn noch an seinen Vater erinnert. Sie sperrt ihn ein und nimmt ihm alles weg, da er das Letzte ist, was sie noch hat und sie nicht auch noch ihren Sohn verlieren will. Sie versucht Isaac immer wieder in ihre Religion mitzuziehen, was Isaac aber noch distanzierter macht. Außerdem ist Isaac ein sehr kreatives Kind und als er mit nichts eingesperrt war, hat er versucht zu verstehen, warum. Er ist zu dem Entschluss gekommen, dass seine Mutter der Religion so verfallen sein musste, dass sie die Events aus dem originalen biblischen Binding of Isaac nachstellen will, wo der nächste logische Schritt der Mord an ihrem Sohn wäre. Sprich, dieses Konstrukt davon, dass Isaacs Mutter ihn umbringen wollte, ist nur in seinem Kopf, denn ich denke nicht, dass Maggie ihn jemals umgebracht hätte, da er ja das Letzte ist, was sie überhaupt noch auf der Welt hatte. Aber es gibt so viel, worüber man noch in der Lore von The Binding of Isaac reden kann. Was sagt ihr? Habt ihr Bock auf ein Video, wo ich die komplette The Binding of Isaac Story erkläre, alle Charakter erkläre, alle Endings erkläre und alle Zusammenhänge und Theorien erkläre? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, damit habt ihr jetzt eine sehr, sehr lange Zeit damit verbracht, euch Isaac Trivia mit mir anzuschauen und ich möchte einfach mal ein kurzes Fazit zu dem Eisberg abgeben. Die meisten Punkte fand ich sehr interessant und gut, aber ich fand, dass der Isaac viel zu viele Punkte aus Mods genommen hat. Anti-Birth kann ich verstehen, da dies der Vorreiter für Repentance war, aber alle anderen? Da war ein wenig zu viel in meinen Augen und ich habe das mit meinen eigenen Punkten, die mit Soulhearts markiert waren, versucht auszugleichen. Ich hoffe, euch hat dieser lange Exkurs in den Isaac Eisberg gefallen. Falls euch Fehler aufgefallen sind oder ihr Dinge ergänzen möchtet, macht das bitte sehr gerne im Kommentarbereich. Lasst auch gerne für die ganze Arbeit, die in diesem Video steckt, ein Like da und abonniert gerne den Kanal für mehr Trivia-Videos rund um Gaming. Vielleicht kommt ja auch mal wieder der ein oder andere Eisberg. Aber ja, dann könnt ihr noch auf meinem Zweitkanal vorbeischauen, um Reactions und geschnittene Gameplay-Videos von mir zu sehen. Und sonst folgt mir gerne noch auf Twitter und Instagram. Aber genug von der Werbung, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Was dann aber nicht so riesig wird. Keine Sorge. Also, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.